Heute geht es um verbotene Lego-Sets. Warum eigentlich nicht? Der Lego Explore Super Truck wurde 2002 veröffentlicht und war nur in Nordamerika erhältlich. Kaufen konnte man ihn eine Zeit lang in Läden wie Walmart oder Toys R Us. Das Fahrzeug hatte hinten einen Laderaum mit einer Kippfunktion. Vor allem diese extrem großen Räder des Trucks haben sehr viel von seiner Größe ausgemacht. Doch genau diese massiven Räder wurden später ein ernsthaftes Problem und 2006 musste Lego das Set zurückrufen und weitere Verkäufe verboten werden. Scheinbar konnte man diese großen Räder am Lastwagen abnehmen, ja, und dadurch wurde dann diese Metallachse frei, ja, und da war eine ernsthafte Verletzungsgefahr. Da ihr diese Random Facts liebt, habe ich einen für euch. Seit 1954 hat Lego über 700 Milliarden Lego-Steine weltweit produziert. Das heißt, jeder Mensch auf der Welt könnte 94 Lego-Steine bekommen. 2021 hat ein Waffenhersteller aus den USA echte Lego-Pistolen verkauft. Das Unternehmen hat echte Waffen in Form von Lego-Steinen hergestellt und vermarktete die Pistole mit: Es ist wie ein wahr gewordener Kindheitstraum. Das fand man bei Lego überhaupt nicht witzig. Immerhin soll Lego familienfreundlich sein. Ja, und da passt natürlich eine echte tödliche Waffe überhaupt nicht zu deren Image. Es wurde ein Verbot gefordert. Man schrieb dem Hersteller eine offizielle Beschwerde und auch Waffengegner setzten sich für ein Verbot der Lego-Waffe ein. Dadurch würde man Kindern einen falschen Eindruck von Waffen vermitteln und der Protest hatte schließlich Erfolg. Der Verkauf wurde verboten. Das nächste Lego-Bauset ist wirklich what the fuck einfach nur. 1996 unterstützte Lego versehentlich ein Lego-Kunstprojekt für eine Museumsausstellung. Der polnische Künstler Libera baute ein Konzentrationslager aus Lego-Steinen. Ja, und Lego sponserte sogar das Projekt, sie wussten aber nicht genau, was er bauen wollte. Ihnen war nur bekannt, dass er für die Ausstellung etwas aus Lego bauen wollte. Das führte dann zu einem kleinen Shitstorm über Lego. Viele waren der Meinung, man würde die Lager der Nazis verharmlosen. Schon sehr, sehr crazy, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ziemlich crazy. Die Skelette zeigten die Gefangenen des Lagers und stammen aus der Lego Pirate Sets und die Lego Polizisten für die deutschen Wachen von damals. Das Modell hatte Wachtürme, Zäune und Baracken für die Gefangenen. Eine Zeit lang stellte das Museum diese Sets in einer Ausstellung von Bildern der modernen Kunst aus. Es war dennoch eines der umstrittensten Lego Modelle aller Zeiten. Und weil ihr es liebt, nochmal ein Random Fact. Wie gesagt, es gibt über 700 Milliarden Lego-Steine. Würde man 40 Millionen davon verbinden, würden sie bis zum Mond reichen. Und das sind fast 400.000 Kilometer. Als nächstes haben wir ein Lego-Set, das von Lego verbannt wurde, weil es zu hässlich war. Ohne Witz. 2008 kam das Lego Star Wars Twilight Schiff in den Verkauf, doch es gab sehr viel Hate deswegen. Das Schiff kam in der Star Wars Clone Wars vor und wurde im Verlauf der Serie auch von Anakin Skywalker geflogen. Und der nächste Random Fact. Das größtgebaute Star Wars Modell war ein 1:1 Nachbau des X-Wings. Es wurde 2013 auf dem New Yorker Times Square ausgestellt. Das Modell war 13 Meter lang und wog 20 Tonnen. Dafür waren 5,3 Millionen Teile nötig. Holy shit. Lego selbst und auch die Simpsons waren unsicher, wie gut Simpsons-Sets wohl ankommen würden. Deswegen wollte man einen Test aus kleinen Mengen davon zum Verkauf anbieten. Wenn die Sets gut angekommen wären, dann hätte man einen weiteren großen Erfolg wie mit Harry Potter und Star Wars erzielen können. 2013 wurden dann die ersten Sets, wie zum Beispiel das Haus der Simpsons, mit den Figuren selbst angekündigt. Fans von Lego fingen danach an, im Forum auf der Lego-Webseite Kommentare zu schreiben. Und ja, es gab sehr viel Hate. Es waren Kommentare wie: Wenn man weiter Simpsons-Produkte veröffentlicht, wird man Lego boykottieren. Lego ist kinderfreundlich und soll auch so bleiben. Die Simpsons passen da null ins Konzept. Aber auch Fans von Lego fanden die Sets nicht so cool. Im Februar 2014 war es dann doch soweit. Die ersten Simpsons-Sets erschienen im Handel und blieben sogar bis 2017. Aber die Kritik und der Hate rund um diese Simpsons-Sets blieb immer noch bestehen und ja, deswegen hat man die dann aus Hass verbannt. Wusstet ihr, dass es eine Schatzkammer für Lego gibt? Diese liegt in Dänemark und dort findet man alle jemals hergestellten Lego-Sets. Das sind über 4700 Stück. Dieses Set mit dem Namen Jeder ist besonders soll eine Ehrenauszeichnung für die LGBTQ-Community sein. Es beinhaltet 12 Personen in verschiedenen Farben, um Vielfältigkeit auszudrücken. Doch wie ihr wisst, ist das Thema nicht in allen Ländern gern gesehen. In China wurde dieses Set verboten und entfernt aufgrund von sensiblen Themen. Eine schöne Umschreibung dafür, dass die Regierung eigentlich total intolerant ist. In China dürfen gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten oder Kinder adoptieren. Ja, und da dieses Set gegen die Meinung der Regierung steht, wurde es dort verboten. 2014 gab es eine Kooperation zwischen Cartoon Network und Lego. Und was man dort produziert hat, war einfach nur creepy. Man hätte so viele coole Cartoons nehmen können, aber guckt einfach mal selber. Irgendwelche seltsamen Monster-Lego-Figuren, die wirklich keiner haben will. Doch wer schlau war und trotzdem diese Viecher damals bestellte, hat alles richtig gemacht. Denn einige von ihnen waren sehr selten und mehrere hundert Euro wert. Wusstet ihr, dass alle 7 Sekunden ein Lego-Set gekauft wird?
Es gab mal einen Lego-Vorfall, der Panik in einem Schulbus ausgelöst hat. Ein 6-Jähriger hat ein kleines Lego-Sturmgewehr in die Größe einer Münze in die Schule mitgenommen. Der Anblick dieser kleinen Lego-Waffe soll im Schulbus für Panik gesorgt haben. Der Busfahrer ist direkt auf die Bremse getreten. Ja, der Junge musste deswegen nachsitzen und sich schriftlich sowohl beim Fahrer als auch bei seinen Mitschülern entschuldigen. Wie ihr jetzt wisst, macht Lego mit verschiedenen Unternehmen Kooperationen, wie zum Beispiel auch Disney, Adidas oder sogar Ikea. Eines dieser Unternehmen ist der Mineralölkonzern Shell. Und das erste Set war der Mercedes Shell Tanker. Es war das erste von vielen Lego-Produkten, die mit dem Logo von Shell veröffentlicht wurden, bis die Zusammenarbeit aufgrund massiver Korruption von Shell beendet wurde. 2014 wurde nämlich bekannt, dass Shell Öl in Nigeria wissentlich auslaufen ließ. 6 Jahre lang hat man nichts dagegen getan. Das Unternehmen wurde damals von einigen Mitarbeitern gewarnt, man müsste die 30 Jahre alte Ölpipeline austauschen. 2008 platzte sie innerhalb weniger Tage 2-mal, wodurch tausende Liter Öl ausliefen. Neben der Umweltzerstörung wurde auch die Lebensgrundlage von 15.000 Menschen zerstört. Nachdem das 2014 bekannt wurde, geriet auch Lego in den Skandal. Durch den enormen Druck, besonders von Greenpeace, wurde die Zusammenarbeit zwischen Lego und Shell beendet. Und der nächste Fact. Das teuerste Lego-Set im Handel war der Millennium Falke aus Star Wars mit 7.541 Teilen. Dafür musste man 850 Euro zahlen, also Taschengeldzuschuss für die nächsten 10 Jahre. Viele Händler, die Spielzeuge von Lego verkauften, wurden durch eine E-Mail der Lego-Gruppe verwundert. Man dachte, Lego würde über 30 Spielzeuge plötzlich im Verkauf verbieten. Dieser seltsame Vorfall geht auf das Jahr 2020 zurück, genauer gesagt auf die Ereignisse um den Tod von George Floyd. Denn durch seinen Tod kam es landesweit zu massiven Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Das wirkte sich sogar auf die Spielzeugindustrie aus. Ein Handelsverlag mit dem Namen The Toy Book veröffentlichte eine E-Mail von Lego, die für Aufsehen sorgte. Diese Mail wurde im Auftrag der Lego-Gruppe von Rakuten Linkshare, ein Unternehmen, das sich auf Marketing spezialisiert hat, verschickt. Die Mail ging an alle Partner, die Produkte von Lego vermarkten und bewerben. Es wurde aufgefordert, die Produktlisten und Produktbeschreibungen für über 30 Lego-Bausätze, Minifiguren und Zubehörteile zu deaktivieren. Diese Produkte enthalten Darstellungen von Polizisten, Feuerwehrleuten, Kriminellen, Rettungsfahrzeugen und Gebäuden. Darunter waren zum Beispiel das Lego City Polizeirevier, die Feuerwache, die Polizeihundeeinheit und sogar das Lego City Donut Shop Opening Set, das einen Polizeibeamten und einen Kriminellen enthielt. In der Überschrift der Mail stand folgender Text: Hallo, angesichts der jüngsten Ereignisse hat Lego darum gebeten, die unten aufgeführten Produkte umgehend von Webseiten zu entfernen und jegliches Marketing einzustellen. Lego meldete sich über Twitter bzw. X und schrieb folgendes: Unsere Absicht war es, die digitale Werbung vorübergehend in Reaktion auf die Ereignisse in den USA zu deaktivieren. Wir hoffen, dass dies die Dinge klärt. Die Bitte um die Entfernung dieser Produkte aus den Marketingbemühungen erfolgte also auf Reaktion der Proteste, die nach dem Tod von George Floyd entstanden. Die Lego-Gruppe wollte damit ein Zeichen der Solidarität setzen. 2012 kamen Lego Friends auf den Markt, um auch die weibliche Zielgruppe für Lego zu begeistern. Dieser Plan ging gewaltig schief, denn das Unternehmen wurde beschuldigt, Geschlechterstereotypen zu fördern. Es gab zum Beispiel ein Set mit dem Hundehaus eines Mädchens. Das Dach der Hundehütte war pink, die Schleife des Hundes vom Mädchen war pink und das ganze Zubehör war ebenfalls pink. Die Strategie von Lego ging auf und die Friends-Reihe sorgte für einen 35%igen Gewinnanstieg. Nachdem aber Lego weiterhin kritisiert wurde, entschied man sich, das Lego-Friends-Thema für eine längere Zeit vom Markt zu nehmen. Der Gewinn hat aber trotzdem geschmeckt, also wurde das Konzept im Nachhinein überarbeitet und etwas neutraler wieder auf den Markt gebracht. Ein Star Wars-Set aus dem Jahr 2012 sorgte für Aufregung. Es geht um Jabbas Palast, der Ort, an dem der größte Verbrecher aus Star Wars lebt. Es gab Behauptungen, dass das Set wie eine Moschee aussah. Eine türkische Gemeinschaft in Österreich machte sich stark gegen das Lego-Set. Sie behaupteten, es sei respektlos und sehr beleidigend. Die Gemeinde sah im Spielzeug den Vorwurf der Volksverhetzung erfüllt. Jabbas Palast wurde mit einer Moschee verglichen, wobei der Wachturm einem Minarett ähnelte. Die Figuren wurden als orientalisch dargestellt, bewaffnet mit Gewehren, Schwertern und Kanonen. Eine nähere Untersuchung ergab, dass das komplette Lego-Haus und der dazugehörige Turm tatsächlich eine exakte Kopie der Hagia Sophia in Istanbul, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, sowie eines Minaretts waren. Ende 2013 wurde die Produktion eingestellt. Lego teilte mit, dass der Verkaufsstopp nicht in Zusammenhang mit den Vorwürfen stand. Als nächstes schauen wir uns ein Lego-Set an, das zwar nicht verboten wurde, aber das wir auch niemals in den Händen halten werden. Ja, es gibt viele Dinge, von denen man sich ein Lego-Set wünschen würde, darunter auch das legendäre Schloss aus The Legend of Zelda. Wenn ihr zum Beispiel coole Ideen habt, welche Sets ganz gut ankommen würden, könnt ihr das sogar auf der Lego-Seite einreichen, doch dann kommt es oft zu einem Lizenzkonflikt. Das passierte auch mit Ideen für Pokémon und anderen coolen Dingen. Auch dieses Lego-Set sorgte für einige Aufregung. Das Set enthielt ein paar Bauarbeiter, einen Bulldozer und andere Dinge, die typisch auf Baustellen sind.
Das Cover dieser Verpackung war aber wohl das Problem. Man sah Sätze wie Männer bei der Arbeit. Es ist eine schmutzige Arbeit, aber jemand muss sie tun. Und der Text, der am meisten auffiel, lautete Hey Babe. Das ist dieses typische Klischee, dass Bauarbeiter Frauen, die an der Baustelle entlanggehen, mit dummen Sprüchen belästigen. Das Set erhielt sehr viel negatives Feedback.